Du bist ein liebestoller alter Mann, der den Sinn für Realität vollkommen verloren hat. So ist es. Du kannst sagen, was du willst. Ich werde Natascha bitten, mit mir in dieses gemütliche Häuschen zu ziehen. Hm? Ich habe schon mal gesagt, dass ihr eure Probleme alleine lösen müsst. Und dass ihr mich da bitte, bitte raushaltet. Sekunde, Moment. Das heißt, es gibt Probleme? Keine Ahnung, okay? Tina, komm schon, red mit mir. Du bist doch auch meine Freundin. Damit erkläre ich euch zu Mann und Frau. Was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Läufst du vor mir weg? Was? Nein, das ist ein Quatsch. Das könntest du auch gar nicht. Ich bin eh viel schneller als du. Sag mal, ist alles in Ordnung? Ja, oder klar. Bekommst du doch Zweifel? Nein, natürlich nicht. Nein, mir ist schwindelig geworden. Und dann bin ich kurz rausgegangen. Bist du krank? Nein. Bist du schwanger? Nein, natürlich nicht. Das hättest du wohl gerne. Hm. Ich muss noch was essen. Ich habe noch gar nichts Gescheites gegessen heute. Ich habe zwar gleich einen Flug, aber ich kann den auch absagen und bei dir bleiben. Unsinn, das bringt doch gar nichts. Nein, ich muss was essen und dann war's das schon. Okay, dann ist was. Versprochen? Versprochen. Sehen wir uns später. Oh, und ich will dich am liebsten auf der Stelle heiraten. Warum haben wir nicht sofort einen Termin bekommen? Weil Spontanhochzeiten eine Schnapsidee sind. Hauptsache, du überlegst es dir nicht anders. Bis später. Ciao. Ich liebe dich. Bitte, sag mir die Wahrheit. Will Coco mich nicht mehr? Das kann ich mir nicht vorstellen. Was soll denn jetzt diese Frauensolidarität? Red mit mir, das bist du mir doch schuldig. Woher soll ich denn was wissen? Vielleicht ist eure Beziehung an einem Punkt, an dem Weichen gestellt werden müssen. Weichen? Was für Weichen? Naja, in welche Richtung es weitergeht. Das heißt aber, es geht weiter. Und wenn es weitergeht, warum zieht sich Coco zurück? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ja, vielleicht, weil sie sich über ein paar Dinge klar werden muss. Aber was denn für Dinge? So, ich glaube, Herr Sombichler wartet jetzt auch schon auf mich. Tina, du kannst doch jetzt nicht einfach... Sorry. Hast du das eigentlich früher hingekriegt? Alles geht irgendwie. Aber schöner ist es mit einer Frau an der Seite. Wenn es die richtige ist.
Für mich bist du die einzig Richtige. Ich musste gerade an Werner und Frau Schweizer denken. Stell dir mal vor, er hat sich jetzt in den Kopf gesetzt, für sie ein Haus zu kaufen. Oder zu mieten oder was auch immer. Das ist doch nur eine flüchtige Affäre, wenn überhaupt. Nein, diesmal sind große Gefühle mit im Spiel. Die Frau könnte seine Tochter sein. Es gibt viele Frauen, die finden ältere Männer attraktiv. Ja, weil sie das nötige Kleingeld haben. Wie auch immer. Uns geht's ja nichts an. Werner ist schon so oft mit jüngeren Frauen auf die Nase gefallen. Langsam sollte er es wirklich besser wissen. Könnte das sein, dass du doch ein bisschen eifersüchtig bist? Nein, natürlich nicht. Aber man sieht doch, dass das alles wieder in einer Katastrophe endet. Warum glaubst du eigentlich nicht, dass das zwischen den beiden klappen könnte? Friedrich, im Moment, ja, ist Werner für Frau Schweizer eine ganz passable Option. Bis sie was Besseres findet. Traust deinem Ex ja nicht gerade viel zu. So meine ich das nicht. Man kann ja über Werner Saalfeld viel sagen. Aber dumm ist er nicht. Er weiß doch, auf was er sich einlässt. Außerdem wäre das nicht die erste Zweckgemeinschaft, die funktioniert. Sie profitieren doch beide davon. Sie bekommt einen gewissen Luxus und er eine attraktive Frau an seiner Seite. Leonard? Aber du hattest aber schnell Sehnsucht nach mir. Ich weiß, was gestern Nacht passiert ist. Ach, du kannst dich erinnern? Nein. Wir haben ein Video gemacht. Okay, so schlimm? Leonard, wir haben gestern wirklich geheiratet. Was? Martin hat uns beide gestern auf der Hütte getraut. Was machen wir jetzt? Ja, Frau Görres, die Fotos sind wunderbar. Sie können also die Auktion starten. Nein, die habe ich natürlich nicht bekommen. Ich meine, ich frage mich wirklich, was man unternehmen muss, um hier eine Wohnung zu bekommen. Naja, wird schon. Also, bis dann. Tschüss. Sie wollen ausziehen? Ich habe mein Leben lang in Hotels zugebracht. Jetzt, wo ich schon keine Sängerin mehr bin, möchte ich mir den Luxus einer Wohnung leisten. Wird aber bestimmt nicht ganz leicht, was zu finden, oder? Nein, wenn man bestimmte Ansprüche hat und sie auch noch bezahlbar sein soll. Hm. Hat auch schon mal drüber nachgedacht. Ich meine, ich wohne wirklich gerne mit Pauline und Tina zusammen. Aber ein bisschen mehr Privatsphäre und Abstand vom Fürstenhof. Also ich weiß wirklich nicht, wie Werner das seit Jahrzehnten aushält. Aber warum suchen Sie sich nicht zusammen eine Wohnung? Das wäre jetzt ein bisschen überstürzt. Naja, manchmal kommt man im Leben an einen Wendepunkt und dann muss man die Weichen neu stellen. Ja, und zu zweit können Sie sich was viel Größeres leisten. Ja, aber so eilig ist das ja jetzt auch gar nicht. Naja, mit dem Mann, den man liebt, zusammenzuwohnen, ist doch das Schönste, was es gibt. Pauline, das war doch nur eine Spaßhochzeit. Mit einem richtigen Pfarrer. Ja, und der kann sich ja nichts erinnern. Keiner kann das. Also, finde ich, hat das auch alles irgendwie nicht stattgefunden. Aber ich weiß es. Und ganz ehrlich, ich glaube, der da oben weiß es auch. Ich kann es nicht ignorieren. Oh Gott, jetzt muss ich es Daniel sagen. Wie willst du das machen? Hey, tut mir leid, aber gestern habe ich da so rein zufällig den Leonard geheiratet. Haha, schön, dass du Spaß hast. Ja. Leonard, mir ist Ehrlichkeit in einer Beziehung wahnsinnig wichtig, das weißt du. Kann ich das Video mal sehen? Nein. Ja, aber vielleicht ist es eben nicht so bedeutungsschwanger, wie du tust. Ja, ich weiß, aber es war so wahnsinnig peinlich, ich habe sofort gelöscht. Weißt du was, ich gehe zu Martin und frage ihn, ob man die Ehe irgendwie annullieren lassen kann. Dann fällt es dir vielleicht auch leichter, Daniel, die Wahrheit zu sagen. Von wegen Ehrlichkeit.
Jetzt habe ich heute schon Daniel und Leonard angelogen. Aber Leonard darf dieses Video auf keinen Fall sehen. Unser Ehegelöbnis. Und wie wir uns dabei angeschaut haben. Ich hätte nie gedacht, dass da noch so tiefe Gefühle zwischen uns sind. Wer immer das sieht, dem ist sofort klar, die zwei sind füreinander bestimmt. Und Leonard würde dann garantiert nie wieder locker lassen. Mein Gott, wie konnte das alles nur passieren? Ich brauche Zeit. Ich muss dringend nachdenken. Willst du die hier Anwesende zu deiner Frau nehmen? Ich habe euch also wirklich getraut? Nein, 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 jetzt machen wir halblang. Also wenn es nach Paulines Video geht, ja, aber ich sehe das mit anderen Augen. Okay. Pauline, die nimmt das ziemlich ernst. Und du machst jetzt wahrscheinlich wieder Hoffnungen. So ein Quatsch. Ich mache mich doch nicht hier weiter zum Deppen. Ich weiß, dass ihr das wichtig ist, aber ganz bestimmt nicht meinetwegen, sondern vor Gott. Wenn ich sie heirate, dann soll sie das aus vollem Herzen tun. Und bei vollem Bewusstsein. Diese Ehe, die muss man annullieren, oder kann man das nicht als dumme Jungenstreich abtun? Naja, im Prinzip gibt es gar keine Dokumente für diese Eheschließung und die Zeugen. Die können sich an nichts erinnern. Und der Pfarrer weiß auch von nichts. Nein. Ja, und das Beweisvideo ist gelöscht. Also hat das eigentlich alles nie stattgefunden? Nicht vor Gott, noch vor sonst irgendjemand. Naja, wenn du meinst, ich meine, die Ehe ist nicht vollzogen worden. Oder, Leonard? Ich weiß ja nicht. Ich halte inzwischen alles, was diese Nacht betrifft, für möglich. Da ist nichts passiert. So können wir die Sache jetzt einfach vergessen. Martin, geht das? Ja. Gut. Dann gehe ich jetzt zu Pauline und sage ihr das so. Das ist es doch. Das ist doch die Erklärung, warum Coco in letzter Zeit so komisch ist. Dass sie mit ihnen zusammenziehen will? Ja, dann hätte sie doch was gesagt. Ja, aber seit wann sagen denn Frauen, was sie wollen? und außerdem würde das perfekt zu diesem kryptischen Gerede von Tina passen. Also von wegen Weichenstellen und wo die Beziehung hingehen soll. Ja, vielleicht haben sie recht. Aber dann würde ich das Thema auch mal anschneiden. Ja, aber wie unromantisch ist das denn? Frauen wollen doch, dass man ihnen die Wünsche von den Augen abliest. Ja, manchmal schon. Noch besser wäre es natürlich, wenn ich den Wunsch auch direkt erfüllen könnte. Aber wo kriege ich denn jetzt auf die Schnelle so eine Wohnung her? Also wenn ich's wäre, ich würde mir meine Wohnung gerne selber aussuchen. Auch wenn ich die tollste Wohnung der Welt für Sie finden würde? Goran, ich glaube, ich habe was für Sie. Eine Kollegin aus dem Gemeinderat hat gesagt, dass ihr Mieter auszieht. Und die Wohnung wäre noch frei? Ja, sie hat's allerdings schon an den Makler gegeben und das kostet natürlich Gebühren. Und wie hoch wären die? Boah, mit 2000 Euro müssten sie schon rechnen. Wo soll ich denn so viel Geld hernehmen? Na, eben haben sie noch gesagt, sie wollten die tollste Wohnung der Welt anmieten. Aber wenn ja jetzt der Kontakt über sie ginge und nicht über den Makler, dann... Goran. Die Frau Schubig ist eine ganz genaue. Und wenn die merkt, dass wir beide da was mauscheln, dann kriegen sie die Wohnung überhaupt nicht. Mann, kann ich nicht auch einmal Glück haben? Tschüss, Rudi. Bis morgen. Reden wir jetzt gar nicht mehr miteinander. Ich habe nichts zu sagen. Coco, bitte. Die Situation im blauen Salon mit dem Schuhplatteln, das war natürlich ein bisschen zu viel für dich. Das verstehe ich doch, aber... Das mache ich gerne.
vor meinem Freund genau die Situation nachzuspielen, in der ich einen anderen geküsst habe. Aber das ist nicht das Problem. In jedem Fall ist es nicht dein Problem. Entschuldige mich. Wäre es nicht fair, deinem Freund die Wahrheit zu sagen, anstatt immer davon zu laufen? Und welche Wahrheit wäre das? Dass ich mich in dich verliebt habe und lieber mit dir zusammen sein will? Wenn es so ist. Ich liebe Goran. Und du bringst einfach nur alles durcheinander. Es tut mir leid. Es tut ich aber will so das doch, nicht. Passiert doch nicht. Kannst einfach, du nicht einfach so aus meinem Leben verschwinden? Keine Sorge. Das werde ich. Talien hat dir offenbar gut getan. Trotzdem bin ich froh, dass ich wieder da bin. Ich habe Werner sehr vermisst. Mhm. Und ihr habt große Pläne, wie man hört. Saalfeld sucht ein Haus für euch? Ja. Ist das nicht süß von ihm? Natascha, du meinst das doch nicht ernst mit diesem Kerl. Doch. Ich habe keine Lust mehr auf unverbindliche Affären. Der reine Pragmatismus, das habe ich mir gedacht. Warum? Weil du glaubst, dass ich nach dir mit keinem anderen Mann mehr glücklich werden könnte? Tut mir leid, mein Lieber. Aber da überschätzt du dich ein wenig. Du willst doch nicht behaupten, du bist glücklich mit Werner Saalfeld? Doch. Sehr sogar. Ach, Natascha. Eine Frau wie du. Und dieser alte Narr. Immerhin schätzt er mich für das, was ich bin. Und hängt nicht irgendeiner Illusion aus der Vergangenheit hinterher. Charlotte ist eine wunderbare Frau. Und ich liebe sie seit über 30 Jahren. Die Qualität einer Liebe bemisst sich nicht an der Dauer ihrer Existenz. Einer Frau 30 Jahre lang hinterher zu dackeln, das klingt für mich eher nach einer Obsession. Das ist keine Obsession. Charlotte ist die Liebe meines Lebens. Dann haben wir beide doch endlich unser Glück gefunden. Das ist doch wunderbar. Ich wollte deinen Namen nicht verhöhnen. Aber vielleicht sind tatsächlich Pauline und Leonard füreinander bestimmt und ich habe unbewusst das Richtige getan. Ich habe vom ersten Moment an gewusst, dass du meine zweite Hälfte bist. Das fehlende Puzzlestückchen, nach dem ich immer gesucht habe. Ich glaube, wenn wir beide zusammen sind, dann können wir alles schaffen. Also bleib bitte bei mir. Ich liebe dich. Auch wenn der Tod uns eines Tages scheidet. Süße Nacht. Damit erkläre ich euch. Zu Mann und Frau. Was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Ich werde wieder alles in Ordnung bringen. Ja, Bischof Krawinkel. Martin Windgassner Apparat. Ja. Hochwürden, ich bräuchte Ihre Hilfe. Das hat
hat Martin gesagt, das passt ja überhaupt nicht zu ihm. Ist Pauline noch da? Leonard, ich muss aufhören. Ich ruf dich morgen an. Ciao, 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 ciao. Hey. Hey. Und wie war dein Flug? Oh, sehr aufschlussreich. Ich habe was ganz Tolles entdeckt. Mhm. Aber viel wichtiger ist, wie geht's dir? Super. Was hast du entdeckt? Was? Das hier. Schönes Foto. Ist ein Schloss, hm? Ja, also ein Wasserschloss, um genau zu sein. Das wäre der perfekte Ort für unsere Trauung. Toll. Ganz tolle Idee. Okay, dann sehen so also deine Begeisterungsstürme aus. Hey, es ist wirklich wunderschön. Es ist total romantisch gelegen, mit so einem kleinen, süßen Café dabei. Aber wenn es dir wichtig ist, wir können natürlich auch hier im Blauen Salon oder auf einer Romantikhütte. Nein. Ich finde das Wasserschloss toll. Und du bist toll, weil du es gefunden hast. Und ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Also mache ich das Schloss für uns klar? Unbedingt. Meine Frau. Ich kann es doch gar nicht glauben. Wichtige Mitteilung für Frau Conradi. Hallo, schöne Frau. Ist das die wichtige Mitteilung? Nein, die wichtige Mitteilung ist, ich liebe dich. Danke. Botschaft angekommen. Gut, dann gibt es daher schon mal keine Missverständnisse. Goran, es tut mir wahnsinnig leid, dass ich dich so angeblafft habe. Wirklich, ich war einfach fertig und dann diese ganze Schublattler-Nummer, hey, das war... Ich weiß Bescheid. Au, falls du es nicht wusstest, dein Freund ist nämlich ein Meister im Enthüllen weiblicher Mysterien. Sag mal, hast du irgendwas getrunken? Nein, aber ich kann uns gerne einen guten Tropfen besorgen, wenn du willst. Oder ich könnte uns auch was kochen. Du, das ist wahnsinnig lieb von dir, aber ich würde jetzt gern direkt ins Bett. Klar, natürlich. Ich will ja auch lieber früher als später mit dir ins Bett. Sei mir nicht böse, aber ich wäre heute ganz gern mal alleine. Okay, gut. Das verstehe ich. Es ist ja auch immer sehr beengt, wenn so viele Leute zusammenwohnen. Da fehlt halt einfach manchmal die Privatsphäre. Und du bist gar nicht sauer auf mich? Mm-mm. Sag mal, ist irgendwas mit dir? Sagen wir einfach, ich habe die Weichen neu gestellt. Schlaf gut. Bis morgen. Bis morgen. Natürlich kann ich verstehen, dass der Goran mit seiner Freundin zusammenziehen will. Und ich würde ihm ja auch gern helfen, aber 2000 Euro sind viel Geld. Das ist doch nur geliehen. Und dann kriegt der Goran irgendeine verrückte Filmrolle und weg ist er. Ach komm, den Traum vom großen Star, das ist schon längst abgeschminkt. Das Einzige, was jetzt für den zählt in diesem Moment, ist Frau Conradi. Jetzt hast du es gesagt, Hildegard. Jetzt in diesem Moment. Aber wir wissen ja nun beide, dass unser Goran nicht gerade für seine Zuverlässigkeit bekannt ist. Oder? Mein Alfons, du hättest sehen müssen, wie der gestrahlt hat, als er sich vorgestellt hat, dass er dir die schöne Wohnung zeigt. Und wenn ihr die dann gar nicht gefällt? Ach Mai, wir waren doch auch mal jung. Du und wir wären froh gewesen, wenn uns jemand unter die Arme gegriffen hätte. Ja, aber wir haben es auch allein geschafft. Ach Mai, jetzt sei doch nicht so. Alfons, möchtest du die Liebe nicht ein bisschen unterstützen?
Die Liebe unterstützen, also Hildegard. Kann das sein, dass du die Liebe vielleicht unterstützen möchtest, damit es bei uns wieder ein bisschen ruhiger zugeht? Kein schlechter Nebeneffekt. Also gut, einverstanden. Soll er glücklich werden mit seiner Courtage. Schon ich habe Probleme. Wie willst du jetzt aus dieser Hochzeitsnummer wieder rauskommen? Keine Ahnung. Wenn es nach Leonard ginge, dann würden wir einfach alles vergessen. Aber das kannst du nicht. Ich weiß es nicht. Die Hochzeit mit Daniel, die käme mir vor wie ein Betrug. Ach, das ist doch Quatsch. Ich verlange die ganze Zeit Ehrlichkeit, Ehrlichkeit, Ehrlichkeit. Und dann gehe ich mit einer Lüge in die Ehe. Das funktioniert nicht. Ja, aber ist es denn wirklich eine? Du willst doch Daniel heiraten und nicht Leonard Stahl. Natürlich. Darum geht's gar nicht. Ja, aber dann siehst doch mal so. Du würdest Daniel nur mit etwas belasten, was sowieso keine Bedeutung für dich hat. Oh Mann, ich wünschte, ich könnte einfach alles ungeschehen machen. Das Gefühl kenne ich. Trotzdem, ich würde Goran nie von Michael erzählen. Das ist mein Problem. Und ich muss damit klarkommen. Irgendwann ist es vorbei und ja, dann würde Goran sich umsonst quälen. Und du bist sicher, dass du das vor ihm geheim halten kannst? Ich meine, Coco, das hast du nicht mal bei Michael geschafft. Sowas kommt immer raus. Und dann ist es viel, viel schlimmer, wenn man nicht den Mut hatte, die Wahrheit zu sagen. Los, komm schon, einmal geht noch. Zack, zack, zack. Was machst du denn da? Ich verdiene Geld. Der Klamottenauktion? Endlich bieten die Leute mal so viel, wie die Klamotten noch wert sind. Wieso das auf einmal? Alles eine Frage der richtigen Werbekampagne. Du behauptest, die Sachen gehören Frau Schweizer? Ein Ex-Musical-Star zieht nun mal mehr als eine unbekannte Fitnesstrainerin. Und anscheinend hat sie noch jede Menge Fans. Weiß sie überhaupt Bescheid? Hallo, ja. Sie bekommt 20% dafür. Genial, oder? Ja, ich finde, das ist ein bisschen Betrug. Quatsch! Es profitieren doch alle davon. Die Käufer können sich als Star fühlen. Natascha Schweizer steht noch mal im Mittelpunkt. Und die afrikanischen Kinder bekommen eine ordentliche Spende. Du legst ja schon auch alles so zurecht, wie du es brauchst. Die Sache mit der Spende war nicht meine Idee. Und wenn dir 200 Euro lieber sind als 1000? Nein, nein, ist ja gut. Also, dann spiel nicht wieder den Moralapostel. Freu dich lieber, dass deine Zukünftige so geschäftstüchtig ist. Ich habe jedenfalls alle deine Bedingungen erfüllt. Einen Moment habe ich wirklich gedacht, er wüsste Bescheid. Diese ganzen Andeutungen. Ich habe einen richtigen Schreck gekriegt. Und so soll das jetzt immer weitergehen. Du hast Angst, dass er es rausbekommt. Coco, so kann man nicht glücklich und unbeschwert zusammen sein. Ja, aber wenn Goran wüsste, dass ich mich in Michael verliebt habe, dann auch nicht. Also, Michael ist jetzt erstmal in seinem afrikanischen Flüchtlingscamp. Und er wird dir natürlich überhaupt nicht fehlen. Naja, wenn ich Glück hab, dann bin ich bis dahin schon längst über ihn hinweg. Also wenn er wieder da ist. Ja, und dann hätte ich Goran nur umsonst Schmerzen zugefügt. Ich weiß nicht, ich halte nichts davon, Sachen geheim zu halten. Man muss die Dinge auf den Tisch legen. Auch wenn man dadurch alles noch viel, viel schlimmer macht? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sollten wir in Zukunft die Finger von ominösen Vitaminpräparaten und hübschen Doktoren lassen. Das bringt nur Unglück. Ja. Sag mal, würdest du Daniel das Ganze verzeihen? Klar. Sicher.
Und Daniel ist cool. Wir lachen wahrscheinlich bald drüber. Ja, bitte. Leonard. Wir müssen uns wegen der Hochzeit unterhalten. Ich habe gestern lange mit Pauline drüber gesprochen und wir haben uns entschieden, dass wir doch nicht hier im Fürstenhof heiraten. Ach. Ja, es ist ein bisschen kurzfristig, aber wir wollen eben einen Ort wählen, der nicht so vorbelastet ist wie der Fürstenhof. Okay. War das Paulines Idee? Nein, meine. Eine Hochzeit ist was Besonderes. Für Pauline und für mich auch. Schließlich heiratet man nur einmal. Ja, im besten Fall schon. Pauline wird meine Frau. Klar, was Gott zusammengeführt hat, das darf der Mensch nicht trennen. Schön, dass du das so siehst. Ich streich den Termin. Danke. Wow. So früh schon ein Date mit ihrer Traumfrau? Eher mit der Traumwohnung. Und naja, da will man ja einen guten Eindruck machen. Na dann, viel Spaß. Ich schätze, da sind mindestens noch 30 andere Interessenten, die auch einen guten Eindruck machen wollen. Au contraire, ma chère. Ganz exklusiv. Privater Tipp von Frau Sonnenbichler. Die Wohnung ist quasi für mich bestimmt. Ein Zimmer-Apartment, Dusche und WC auf dem Gang? Eher drei Zimmer und Gartenanteil. Und für 800 Euro warm. Wie? Hier im Ort? Mhm. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann wahr sein. Und Sie können gerne mal auf einen Kaffee vorbeikommen, wenn ich dann umgezogen bin. Aber da muss doch irgendwo ein Haken sein. Ja gut, die Maklergebühr, die war ein bisschen deftig, aber die Sonnenbichlers haben mir das Geld vorgestreckt. Oh, Makler. Hoffentlich ist der seriös. Ich meine, da hört man ja wirklich schlimme Sachen. Wie heißt der denn? Brönner. Und der scheint wirklich in Ordnung zu sein. Ah, der Brönner. Tja, mit dem habe ich ja eben telefoniert. Ja, aber nicht wegen meiner Wohnung. Also das tut mir jetzt wirklich leid, aber die ist schon vergeben. Das kann nicht sein. Wenn sich der Termin verschoben hätte, dann hätte der mich angerufen. Makler. Die melden sich doch immer nur dann, wenn sie was von einem wollen. Ja, und das ging jetzt alles ganz schnell. Also ich glaube, der Neffe der Besitzerin, der ist da jetzt wohl eingezogen oder so. Kann doch nicht sein. Also den Weg, den können sie sich wirklich sparen. Na super. Da hat man gedacht, man hätte einmal Glück gehabt. Mist. Danke. Wird schon. Hallo, ich hätte sehr gerne die Nummer eines Teilnehmers aus Bichelheim. Immobilienmakler Brönner. Was kann Martin denn von uns wollen? Keine Ahnung, ich weiß nur, dass es um die Trauung geht. Gott, wenn diese Hochzeit doch rechtskräftig ist. Oh, danke. Danke, dass ihr gleich gekommen seid. Martin, mein letzter Stand war, dass es alles als dumme Jungenstreich durchgeht. Ja, aber das konnte ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Um Gottes Willen, ich hab's doch gesagt. Warte mal, es gibt keine Dokumente, keine Zeugen. Das war das, was wir verabredet haben. Ich weiß, das hatten wir verabredet, aber Leonard, ich war mir nicht sicher. Und deswegen musste ich mit Bischof Krawinkel darüber reden. Bitte, was? Kannst du das bitte vorher mit uns absprechen, bevor du die Sache an die große Glocke hängst? Niemand hat Interesse daran, diese unrühmliche Geschichte publik zu machen. Am wenigsten der Bischof Krawinkel. Na gut, was heißt das jetzt für uns? Okay, ich habe ihm diese ganze Geschichte geschildert. Meine Güte, das war schon wieder peinlich. Aber ihm war sofort klar, dass es da eine Reihe an Formfehlern gab. Also, ihr wart weder vorher beim Standesamt, noch... Mein Gott, Martin, Pauline fällt gleich in Ohnmacht. Also, was ist los? Okay, also, Pauline, diese Eheschließung ist weder bindend noch rechtskräftig. Ihr seid nicht verheiratet und wart es auch nie. Oh Gott, danke, 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 danke.
Es dürfen wirklich nicht die kleinsten Spuren von Nüssen an den Speisen sein. Hm. Auch nicht im Öl. Hm. Es ist nicht das erste Essen, was sich für Allergiker ausrichtet. Ich wollte Ihnen auch nicht zu nahe treten. Aber der Jubilar ist wirklich hochallergisch und ich wollte dem Paar nicht die goldene Hochzeit verderben. Ich auch nicht. 50 Jahre mit demselben Partner. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Hm? Also Michael und ich, das werden wir wahrscheinlich nie schaffen. In unserem Alter. Ja. Und jetzt geht er auch noch nach Afrika. Hm. Das ist doch ein ziemliches Risiko. Wegen des Alters? Nein, ich meine nur, man hört doch ständig von so Rebellenangriffen und Seuchen. Mhm. Und da gibt es gefährliche Tiere, so ganz giftige Insekten und Schlangen. Naja, man muss schon was riskieren, wenn man was erreichen will. Daniel, was ich dir jetzt erzähle, du darfst es nicht falsch verstehen. Und es tut mir wahnsinnig leid, dass ich es nicht schon längst erzählt habe. Leonard und ich. Also diese ganze Hochzeit, es war nur ein Spaß. Und es hatte nichts zu bedeuten. Damit erkläre ich euch vor Gott. Zum Mann? Pauline, ich war ein Idiot. Ich hätte dich nie anlügen sollen. Das hat dich verletzt. Und ich hätte dich fast verloren und das hätte ich mir nie verziehen. Du bist doch die Sonne in meinem Leben. Ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt. Und ich will nie wieder ohne dich sein. Nie wieder. Leona. Ich habe vom ersten Moment an gewusst, dass du meine zweite Hälfte bist. Das fehlende Puzzlestückchen, nach dem ich immer gesucht habe. Und ich glaube, wenn wir beide zusammen sind, dann können wir alles schaffen. Also bleib bitte bei mir. Ich liebe dich. Auch wenn der Tod uns eines Tages scheidet. Das hört sich jetzt alles total schräg an. Und es ist schräg, es ist total schräg sogar. Ja, das ist wirklich schräg. Eine Konditorin, die mit den Kuchen spricht. Also seit wann stehst denn du da? Leider nicht lange genug, um mitzubekommen, welche Geheimnisse du mit deinen Cupcakes teilst. Naja, du weißt ja, ich halte nicht besonders viel von Geheimnissen. Ja, das weiß ich und das schätze ich auch so an dir. Ich weiß immer, woran ich bei dir bin. Ja. Und manchmal bin ich eben auch für eine Überraschung gut. Ja, das wollte ich nicht sagen, dass es nicht so ist. Im Gegenteil. Für mich bist du die aufregendste, tollste, klügste und schönste Frau, die ich kenne. Ich liebe dich. Hm. Übrigens, ich war gerade bei Leonard und habe den Termin im Blauen Salon abgesagt. Gut. Ja, er war seltsam. Wahrscheinlich realisiert er jetzt erst so richtig, dass wir heiraten und ihm das auf ewig verwehrt bleibt. Wegen Leonard. Bitte, nicht mehr von Leonard reden. Wir reden jetzt von unserer Hochzeit. Das ist doch viel spannender. Was wolltest du mir sagen? Daniel, pass auf. Ich habe mir gedacht, ich erfinde besondere Cupcakes für unsere Hochzeit. Was hältst du davon? Das ist voll süß. Und noch süßer, dass du mich deswegen herbestellt hast. Aber ist doch klar. Ich meine, wir müssen es doch besprechen. Es muss uns ja beiden gefallen, Geschmacksrichtung und so. Ja, aber ich bin mir sicher, dass du da die richtige Entscheidung triffst. Und dass du schon kleine Kostproben gebacken hast? Nee, das tut mir leid. Dafür hatte ich wirklich noch gar keine Zeit. Ja. Ich dachte, tut mir leid. Wir sprechen erst mal drüber. Ich meine, fruchtig, schokoladig, was ist dir lieber? Ich vertraue dir davon und ganz. Wenn einer weiß, was richtig ist, dann du. Sie sollen bitte unter dieser Rufnummer möglichst zeitnah zurückrufen. Okay, danke. Ja.
Na toll. Kaum bin ich einmal nicht da, bleibt ja alles stehen und liegen. Moment. Ja, dann war das anscheinend auch nicht gerade Ihr Tag, hä? Früher, da hat man mir nie was abgeschlagen. Wenn ich noch Sängerin wäre, dann hätte sich dieser Immobilienheini beide Beine ausgerissen. Sie haben auch eine Wohnung besichtigt? Ja, und ich wäre die perfekte Mieterin. Aber diese Schubik, sie hat ja ganz besondere Vorstellungen. Sekunde, Sie haben meine Wohnung besichtigt? Die ist wirklich wunderschön. Ach, aber Sie hatten doch gesagt, die wäre schon weg. Ja, ich bin ja auch davon ausgegangen, dass ich sie bekomme. Das heißt, Sie haben mich angelogen, um selber die Wohnung anzugucken. Kalkbrenner, der Wohnungsmarkt ist hart umkämpft. Da muss man sich einfach was ausdenken. Sie sind ja wohl das Berechnendste und Hinterhältigste, was hier rumläuft. Wer sich so einfach wie Sie über den Tisch ziehen lässt, selber schuld. Aber ich kann Sie beruhigen, Sie hätten die Wohnung sowieso nicht bekommen. Die will nämlich nur Paare mit Kindern. Also du musst hier unterschreiben, hier und da. Darf ich es vielleicht vorher noch lesen? Wieso, traust du mir nicht? Keine Ahnung, vielleicht bin ich dann ja plötzlich verheiratet. Ist ja gerade noch mal gut gegangen. Ich kann es nicht fassen, dass wir das wirklich getan haben. Ja, und leider hast du das Beweisvideo gelöscht. Das ist gemein, ich hätte schon gerne mal mein Hochzeitsvideo gesehen. Es waren ein paar besoffene Idioten drauf, nichts weiter. Ja, aber vielleicht ist das die letzte Hochzeit in meinem Leben. Ja, mein Gott, ein paar Details kannst du mir schon verraten. Um Himmels Willen, Xaver hat gefilmt und du hast gekichert wie eine 16-Jährige. Reicht dir das? Und wie war das Ja-Wort? Wieso, was soll denn da gewesen sein? Keine Ahnung. Vielleicht war das ja trotz allem irgendwie ein besonderer Moment. Das war mega peinlich. So, hier sind deine Unterlagen. Du hast es wirklich gelöscht. Klar. Was soll ich denn damit? Der Chef möchte mit dir über die goldene Hochzeit sprechen. Wegen des Allergikers? Ja, genau. Ja, klar. Kannst du kurz die Stellung halten? Nein. Schöne Frau. Hast du Zeit für einen kleinen Ausflug? Oh, meine Mittagspause reicht maximal für einen kleinen Spaziergang. Okay, dann nach Feierabend? Oder willst du da wieder lieber alleine sein? Nein. Du hast mir gefehlt letzte Nacht. Okay, ab nächsten Monat haben wir das Problem nicht mehr. Goran, was ist los mit dir? Du warst gestern schon so komisch. Ich glaube, ich habe jetzt einfach verstanden, was du wirklich willst. Kannst du bitte Klartext reden? Ja, ich habe verstanden, dass es dir in unserer Beziehung nicht schnell genug voranging. Wie kommst du denn darauf? Deswegen warst du doch in letzter Zeit so zurückhaltend, oder nicht? Nein, ich finde es gut, so wie es ist. Wirklich. Und dass ich mich zurückgezogen habe, das war nicht deinetwegen. Hey, du brauchst gar nichts erklären. Ich bin voll auf deiner Linie. Und deshalb habe ich jetzt auch Nägel mit Köpfen gemacht. Es sollte eigentlich eine Überraschung werden, aber ich kann es ja genauso gut jetzt sagen. Coco, wir ziehen zusammen. Ja, warum denn jetzt aufhören? Unsere Aktion zeigt doch zum ersten Mal Wirkung. Ich habe aber keine Lust mehr auf diese Farce. Das Haus noch. Und dann ist Schluss. Verstanden? Bitte, wenn es Ihnen so unerträglich ist, Zeit mit mir zu verbringen. Nein. Aber zu Bühnenzeiten musste ich mich so oft verstellen. Ich will einfach nicht mehr. Andere Frauen würden Sie glücklich schätzen, wenn ich Ihnen meine Aufmerksamkeit schenke. Aber hier geht's doch nicht um persönliche Eitelkeiten. Sondern darum, dass wir Charlotte und Friedrich zeigen wollten, dass sie den falschen Partner haben. Ja, und damit waren wir einfach nur mäßig erfolgreich. Bitte? Bringen wir es eben sauber zu Ende. Ja. Los. Jetzt legen Sie mir die Welt zu Füßen. Nicht umdrehen. Charlotte auf 12 Uhr. Das mag jetzt vielleicht für dich überraschend sein, mein Liebling. Aber als mir der Makler dieses Exposé zugesandt hat, da wusste ich sofort, das ist unser gemeinsames Zuhause. Unser Haus. Aber Werner, wir haben doch noch alle Zeit der Welt. Ja, warum denn so viel Zeit verschwenden? Es ist mir ernst mit dir, mit uns. Drum lass mich dir diesen Schlüssel symbolisch
für unsere gemeinsame Zukunft überreichen. Liebling, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Ja, dann sag nichts, mein Liebling. Es ist doch genau das, was du willst. Weichen stellen, neue Wendepunkte im Leben. Selbst wenn ich das wollen würde, ist es ja auch nicht so leicht, eine Wohnung zu finden. Es ist sogar leichter, als du glaubst. Ich sage nur, 3 Zimmer, Gartenanteil nach Süden hinaus, es ist der Hammer. Du hast die Wohnung schon gemietet. Also gut, deine Unterschrift fehlt noch, aber Coco, ich weiß, du wirst begeistert sein, wenn du sie siehst. Corinne, das geht doch nicht. Und ich musste der Vermieterin sagen, dass wir demnächst Kinder bekommen, aber da spricht ja auch nichts gegen. Das geht nicht. Das geht nicht, Corinne. Also machst du dir Sorgen wegen der Kaution? Weil darum habe ich mich schon gekümmert. Nein, dieses Zusammenziehen und eine Wohnung und Kinder kriegen. Ich weiß ja noch nicht, ob wir beide überhaupt zusammenbleiben. Natürlich bleiben wir zusammen. Warum sollten wir nicht zusammenbleiben? Das Michael hat einfach alles durcheinander gebracht. Das geht nicht. Michael, was genau hat Dr. Niederbühl jetzt damit zu tun? Ich habe mich in Michael verliebt. Nach dem ich immer gesucht habe. Und ich glaube, wenn wir beide zusammen sind, dann kann uns gar nichts passieren. Deshalb bleib bei mir, bitte. Ich liebe dich, Leonard. Auch wenn der Tod uns eines Tages scheidet. Was machst du da? Spaßvideo. Warum gehst du denn an mein Handy? Ich habe die ganze Zeit gewusst, dass du es nicht gelöscht hast. Du wolltest die Erinnerung an den Moment behalten. Das Ganze war nicht ernst gemeint, das hast du doch gesehen. Und wieso ist das dann hier alles so intensiv? Als du ja gesagt hast. Dass du das so gemeint. Aus vollem Herzen. Ich dachte wirklich, dass wir übers Musikmachen sowas wie Kumpel geworden wären. Ja, und für mich sind die Frauen von Kumpels tabu. Noch einmal, es aber ist nein, nichts waren ja passiert. Von Anfang an hinter Coco her. Das ist so schäbig, Niederbühl, so schäbig. Ich gebe zu, dass unser Gelübde auf dem Video echt aussah. Erstaunlich wahrhaftig. Es ist vollbracht, mein Gebieter. Na ja, jetzt sag schon, wie viel sind's? So knapp 1100? Von wegen. Statt deinen läppischen 1100. Fast 4000. Ich habe mich noch nie so lustvoll von jemandem getrennt. Sie haben mich vor dem gesamten Fürstenhof lächerlich gemacht. Werner, das war ganz großes Kino.